Karl Seitz ist einer der ganz großen politischen Persönlichkeiten der Österreichischen Republik und der Stadt Wien. Er ist an der Gründung der Ersten Republik beteiligt gewesen, wenn man so will, als erstes Staatsoberhaupt und hat seine Fähigkeiten entfalten können als Bürgermeister des Neuen bzw. des Roten Wien. Er war Bürgermeister von 1923 bis 1934, ist zweimal verhaftet worden, zuerst von den Austrofaschisten und später von den Nazis. Und er war vor allem deshalb so ein populärer Politiker, weil er sehr volksnah agiert hat und es auch geschafft hat, auch als Bürgermeister ein Dreamteam um sich zu bilden. Stadträtinnen und Stadträte, die eine große Rolle gespielt haben, weit über die Grenzen Wiens und Österreich hinausgehend. Von Hugo Breitner, Julius Tandler, Otto Glöckl, viele Persönlichkeiten, die eine große Rolle in der Politik gespielt haben. Damit ist Karl Seitz einer der ganz Großen der Sozialdemokratie, ein ganz Großer der österreichischen und der Wiener Geschichte.